Moin, sind Leute, ganz so Let's Play Blossom Tales und das verschlafene Mädchen mit dem Schwert. So, heute gehen wir in den Tempel, wenn ich jetzt den Tempel gefunden habe. Das ist halt die Voraussetzung, sonst gehen wir irgendwo anders hin. Wieso ist denn jetzt... Nein, meine Bombe, die ist und bleibt auf fucking B. Danke, habe ich wieder umgestellt, aus Versehen. Hier kommt eine hin. Bums. Explodier! Arschloch, ey. So richtige Kackviecher hier. Dungeon Side! Dungeon Side! Dungeon Side! Oh, oder auch nicht Dungeon. Bist du der Dekobaum? Baumlord! Hallo, junge Ritterin der Rose! Wir Baumgeister waren schon lange hier, bevor das Königreich sich entwickelte. Aber nun sind unsere Tage gezählt, dank den boshaften Außenseitern und seiner dunklen Magie. Sein Fluch, der auf diesen Landen lastet, hat 10 meiner Baumgeschwister befallen. Naja, nur noch 9. Eine habe ich ja schon befreit. Befreie sie von seinem kalten Griff und ich werde euch belohnen. Wenn nicht, fürchte ich, dass die Zeit der Baumgeister ihr jähes Ende finden wird. Ja, dafür. Bitteschön. Ich wollte es halt kurz und schmerzlos machen, aber gut. Wir konnten nur den Baumlord beschützen, als Sechser hier einfiel. Ja, das zeigt sehr viel oder sagt sehr viel über euer Können aus, ne? Und ich dachte, es wäre der Dungeon. Scheiße. Wo geht's denn hier zum Dungeon? Ich brauch doch Feenklee. Nee, das ist falsch. Ich will ja da oben. Ich will, dass man... Oh Gott, da sind die ganzen Kackviecher hier wieder. Sterbi! Ich bin ein bisschen besser mit der Bombe, aber nur ein bisschen, ne? Hier! Scheiße, Alter. Also ich bin richtig orientierungslos. Ich habe überhaupt keine Ahnung oder Idee, wo ich lang muss. Wahrscheinlich wurde mir das irgendwie gesagt oder irgendwo und... Ups. Und ich habe mal wieder verpeilt. Ja, ich habe nicht richtig gelesen oder nicht zugehört. Wie immer. Mich selbst verwirrt und abgelenkt und keine Ahnung. Also hier komme ich wirklich nicht durch. Scheiße! Also hier gibt es keinen nach oben gehen. Warte mal, was ist ein Zoom? Ich will ja nichts sagen, ne? Das ist echt nicht hilfreich. Pixeln und so ist ja echt cool, aber... Wie formuliere ich denn das jetzt hier... als nützliche Kommentar oder Kritik? Ja, wenn ich nicht unterscheiden kann, ob das eine Karte ist oder ein Toastbrot mit Marmelade, dann hilft es einfach nicht. Dann war das scheiße. So blöd es auch klingt. So. So. Und hier war ja die Grütze, dass ich nicht weiterkam. Weil da Spinnenweb. Oh wow, ich kann Spinnenweben einfach wegbomben. Na gut, wieder was gelernt. Na scheiße. Oh nein. Danke dafür, du Mostkopf. Bums. Okay, Bomben sind OP, dann brauche ich doch nichts mit Feuer, wie ich gedacht habe. Oh, Bums. Geil. Schon mal gut, dass ich herausgefunden habe, dass sie direkt in diesen Lager. Geschlossen, schau später wieder vorbei. Kann ich mir kostenlos die Sachen, die hier sind, vielleicht mitnehmen? Weil wird ja eh keine Sau merken, oder? Ich kann es auch einfach beschädigen. Hm. Oh, so viele Mostköppe. Bums. Bums. Mist. Bums. Ah. Der Kaktroide. Jetzt bleibt aber da, wo die Bombe ist. Du Knilch. Ah, geht doch.
Guck mal, wir sind schon weiter oben. Ich habe aber immer noch keine Ahnung, wofür diese Portale hier sind. Stonehenge. Keine Ahnung. Und vielleicht habe ich Glück und das ist jetzt der erste Dungeon, weil hier so eine Teleporter-Dingsy. Ladder. Damit ich schnell ins Dorf komme. Aber ich glaube, so ein Teleporter ist ja noch gar nicht benutzt, ne? Schlau von mir. Gleich dort lag der Eingang zum Runenstein-Tempel. Ach, Ritter waren bereits dort, fanden aber keinen Weg hinein. Sind das Doofies oder so? Ohoho, ein wenig. Sieh mal, es brauchte einen Kniff, um das Steinportal zu eröffnen. Hat denn schon jemand einen Plan, wie man in den Tempel kommt? Sieht's denn so aus? Das Einzige, was diese Runensteine machen, sind seltsame Geräusche, wenn man draufschlägt. Na denn, weniger reden, mehr schlagen. Wir kommen schon noch drauf. Magia der schwarzen Rose. Ahaha, niemand hat eine Chance gegen einen Schüler von Krokus. Uff. Ein kümmerlicher Rekrut hält meine Magie stand. Selbst wenn du es hineinschaffst, wirst du nicht weit kommen. Wir werden jeden zermalmen, der nach den legendären Zutaten sucht. Heil euch, Hexer Krokus. Cool. Ist natürlich richtig cool mit der Musik jetzt so auf dem anderen Ohr. Das ist halt überhaupt nicht nervig. Oha. Scheiße, ihr habt das nicht mitbekommen. Achso, okay, gut. Alles klar, Lilly spürt die Kraft alter Magie aus den Wänden strömen. Sie versorgen die tief schlummernde Kreatur im Inneren mit Leben. Oh oh. Den Boden kann nicht gehen, diesen besser nicht. Ich tue es trotzdem. Mist, ich dachte, man könnte vielleicht... Oh nein. Eine scheiß Bombe rüberwerfen, aber das geht natürlich nicht. Oh, irgendwer brät Bratwurst, das riecht richtig geil. Sorry. Da kam gerade das Deutsche aus mir raus. Eine schöne Bratwurst! Ich habe keinen Grill, das ist das Blöde. Deswegen grillen ist bei mir nur, wenn ich... Ups! Bei einer Familie besuche, weil die haben einen Grill. Also sowohl einen Tischgrill als auch einen richtigen Grill draußen aus Stein. Nice. Ich habe schon überlegt, ob ich mir vielleicht was zulege. Hashtag Sponsorship leider nicht. Oh, nee. Und zwar hatte ich mir überlegt, mal so einen Ninja Foodie zu holen, weil das Frittieren, Grillen, Dören und allen möglichen Hokuspokus kann. Ho! Scheiße, ich wollte die Ratte töten, vielleicht gibt's eine Truhe. Oh, das riecht voll lecker, ne? Ups. Oh. Easy. GG. Ich wollte schon sagen, hier ist was. Dann kann ich ja noch rechts. Links. Doch, rechts. Huh. Oh, wow, eine Schriftrolle. Die Novizen hatten recht. Die Magie der Druiden, die diesen Tempel erbauten, lungerten hier bis heute. Ich störe besser nicht die Ruhe dieses Ortes, sonst werden die Felsen und Pflanzen noch lebendig und zermalmen mich. Der Schutzgeist, den die Druiden für die Verteidigung ihres Feenklees kreierten, muss ziemlich furchteinflößend sein. Uah. Ach, scheiße. Vor allem, es riecht einfach geil. Und ich spiele hier, aber ich bin voll gefressen, was, warum jetzt bereits Essen gab, aber es riecht einfach so nice. Oh! Durch. Schalter! Jawohl, 50% geschafft. Was ist denn das überhaupt? Okay. Jetzt hilft die Karte ein bisschen. Also, gar nicht. Okay, das wäre jetzt geschafft. Ups. Oh, das ist tatsächlich wie Zelda, dieses
was man nur mit einem Bumerang lösen kann, diese Köpfviecher. Ich hasse sie. Bup, bup. Geil. Ich wollte sagen, ich muss doch mittlerweile schon mehr als 20 haben. Jetzt müsste ich auch eigentlich nur hier die komplette rechte Seite machen und hab dann... Autsch, war klar, irgendwas wird mich auch mal hier richtig pieken. Aber krass, ich brauche, wie es aussieht, nicht wirklich kleine Schlüssel für irgendwelche Räume. Vielleicht kommt das nochmal irgendwann. Oh, fuck. Okay, die gehen kaputt, die Bodenplatten, na. Lauf, Mädchen, lauf, lauf, lauf. Einfach laufen. Oh, geil. Hat ein bisschen was von Tabaluga Club. Da war doch dieses mit diesem Arktos, da musste man sich die Dinger merken. Ich hätte das niemals geschafft. Oh, nee. Federn. Oh, shit, Bums. Geil, hast gesehen, wie viel auf einmal ich geschrottet habe? Sehr cool. Truhe. Aber will der Weg nicht aufgehen? Nice. Jawohl, ja. Jetzt haben wir erstmal hier wirklich Einhalt. Zentrum. Oh ne, das Budas. Ich brauche keine Spinnen. Cool. Ich wollte gerade sagen, stapeln sich die dann? Geil, die stapeln halt. Ah! Danke. Ich will mir B das nämlich immer wegmachen, was falsch ist. Fuck off. Konnte das schon jetzt hier der Raum vor dem Endgegner sein? Was ist denn das? Eine Blume? Eine Wiederbelebungsblume. Man sagt, sie stellt die Lebensenergie des Besitzers wieder her, wenn er dem Tode nahe ist. Dann sind wir definitiv vor dem ersten Boss. Also, nee, zweiten. Der erste war ja der Rattenkönig. Oder? Das ist vielleicht... Autsch, das wollte ich gar nicht. Also, dass ich das im Prinzip so mache. Nicht sofort explodieren. Nicht sofort explodieren. Mist. Egal, wir haben es irgendwie gekriegt. Musste nur schnell sein und das war ich ja jetzt, mehr oder weniger. Ich wollte gerade sagen, die sind auch evil. Bums. Alter, wie viele Baumbrüder sind denn hier? Gut, der ist jetzt nett. Scheiße, ich brauche mehr Magie. Magie! Kann ich mich hier gerade irgendwie aufladen? Zwei Baumgeister sind wieder frei. Böse. Oh oh. Ich brauche mehr fucking Magie! Ah, ich wollte gerade sagen, jetzt muss er wieder fresh sein, ne? Wie Gandalf. Okay. Ah! Jawohl, der ist auch frisch. Nun musste Lili nur noch 5 Baumgeister befreien. Yay. Und Lili braucht auf jeden Fall mehr Magie. Schon wieder eine Schriftrolle. Eine alte Druidenprophezeiung besagt, dass ein Außenseiter einst die Herzen vieler umkehren wollte. Die bekehrten Druiden werden ihre Magie nutzen, um Zerstörung über diesen Lande zu bringen. Und das Schlimmste daran?
Der Außenseiter wird anschließend die gleiche Dunkelheit in andere Teile des Königreichs bringen. Na hoffentlich, Timerschnauze. Erst nach meinen Reisen. Ah, verdammte Axt, ich wollte es gerade zu dir schmeißen, du Heckenpenner. So. Nee, der andere ist natürlich nicht tot. So. Dann würde ich sagen, beende ich den Part mal an dieser Stelle. Das heißt, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Noch viel Spaß und Way!